So, herzlich willkommen zurück zu Call of Doom Extermination Day Map, E-Day 08. Ist das die Map, die relativ groß ist, wenn sie kurz ist, aber auch sehr lang werden kann? Also hier mit diesen komischen Dings da, wo man da unten da solchen verseuchtes solche oder so. Doch, genau, doch, das ist die Map, genau. Ja, das heißt, die Map könnte relativ kurz werden. So lang ist die Schnauze. Ist ja nicht. Zumindest, wenn ich mich erinnere, wo ich lang muss. Da schon mal nicht. Da kommen wir später raus. Hier gibt es zwar etwas, aber da brauche ich Granaten, da tue ich mir nur selber weh. Wobei, ich habe ja gerade eben, ich kann auch Granaten werfen. Die Frage ist, wo war das? Irgendeine von den Dingern hier geht nämlich auf. Oh, hier ist auch Munition. Oh. Nice. Das hat sich ja doch direkt schon gelohnt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das war, glaube ich, entweder auf der Seite. Nope. Dann vielleicht auf der Seite. Ja, das scheint richtig gewesen zu sein. Oder auch nicht. Hä? Warum hab ich das jetzt hier? Ah! Doch, hier war's. Nice! Okay. So, zwei Granaten verbraucht dafür, dass ich jetzt eine 200er Schutzweste. Wobei, wir hatten ja bereits 100er Schutzweste, ne? Na gut, dann wissen wir jetzt, wo die ist. Dann lassen wir zumindest, ne? Dann lassen wir sie außen, dann. Bald wie sie mal im Hinterkopf. Eine Weste im Hinterkopf zu haben, die ist nicht unbedingt sehr gesund, aber, ja. So, hier müssen wir als nächstes rein. Ich liebe diese Halleneffekte, ne? Also jetzt von der Soundkulisse her. Ich meine, ist ja jetzt hier noch keine große Halle, daher ist es eigentlich. What? Digga, wie schnell schießt denn der? Ich dachte, ich kann locker ausweichen. Ein Hurensohn. Klappe jetzt. Das war fürs schief angucken hier. Yay! Ich liebe es, wenn diese Rotorblätter durch mein Fleisch schneiden. Oh, das ist immer so ein berauschendes Gefühl. Da fühlt man sich jung. Achso, soll ich das auch beeilen? Weil hier drinnen müssen wir einen kleinen Job erledigen. Wo denn? Ach, da. So. Nein! Ich war zu langsam. Ich war natürlich komplett zu langsam. Das war richtig schon dumm. Danke. Was? War die Tür gerade nicht gerade eben noch offen, als wir rein? Nein! Oh, Alter, ich dachte schon nicht rein, jetzt rein. Oh, Alter, was macht denn hier gerade? Zu dumm zum Laufen. Geht doch, hey.
Ja, das war gerade unlucky, dass der andere da durchgekommen ist. So. Dann räumen wir mal hier noch ein bisschen auf. Na? Okay. So, das machen wir jetzt zum Spaß. Das bringt einem jeden Rechner zum Absturz. Also, naja, zumindest in die Knie, zwingt er ihn kurzzeitig in die Knie. Wie geht das nochmal? Achso, einfach klicken. Einfach klicken. Klick doch einfach mal. Und es bringt auch jedes Gehör in die Knie. Oder so. Sehr schön. Aber da oben höre ich immer noch Aktivität. Warum auch das? Warum auch immer? Nö, hier ist keine mehr. Sehr gut. Finde ich ja voll knorke. So, ja, das Ding da wird uns. Was machst du hier? Achso, du bist jetzt eine Secret da. Brauchen wir noch nicht. Da laufen wir noch nicht hin. Hab ich jetzt hier schon alles? Gab es überhaupt irgendwas? Nee, ne? Doch. Nee. Na doch. Ein bisschen. Nicht so viel. Aber gut, war ja auch ein was auch immer Lager und kein Munitionslager. Von daher. Gut, dann holen wir uns mal die Perle. Und dann, Fight against the Cyber Demon. Das wird ein Spaß. Das war schon mal falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hä? Nee, ach so. Ja, ich bin auch dumm. Dann war das. Geht das hier lang? Ah, jetzt. Hä? Hallo? Ach, hier war das. Stimmt, schräg gegenüber war das immer. Gott. Ja. Auskenntnisse confirmed. Wieso habe ich keine. Haben wir noch keine Waffe? Noch keine hier Granatenwerfer? Oh, na dann wird der Kampf ja gegen den Teil, bei dem man echt spaßig wäre. Das ging dem Boss schon als gedacht. Sehr schön. Naja, dieses Headshot-System, das macht. Also. Das ist schon nicht schlecht. So, erstmal schön Munition holen. Da haben wir mittlerweile ganz schöne Defizite, was das angeht. Mann, ich hätte gerne mal einen Revolver hier, ey. Das ist ja hier, das ist ja. Haben wir gerade sogar eine 100er Rüstung bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Oh. Fuck you. Danke. So, Slot 6. Was haben wir denn da? Da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Eben, das war ja die Waffe mit diesem komischen Präzisionsobjektiv da oben drauf. Die wir nicht brauchen, da wir jetzt eine richtige Sniper haben. Also. Keine richtige, aber zumindest eine ordentliche Waffe mit Präzisionsobjektiv.
Und noch mehr hier. Natürlich noch mehr. Gott, so viel Munition. Da freut sich ja der Waffenhändler. Okay, die ersten Waffen sind sogar schon wieder voll. Sehr schön. Oha! Da oben war ja was. Gut, die wollte ich eigentlich noch nicht aufgeweckt haben, aber okay, da ist es halt so. Was ist denn? Habt ihr warm? So, am besten haben wir jetzt von der hier. Wie sieht es mit dir aus? Haben wir auch eher wenig. Das heißt, wir bleiben mal bei der hier. Das sieht verdammt gut aus, beziehungsweise bei den Imps reicht doch die Waffe hier eigentlich vollkommen aus. Warum kommen die jetzt hier nicht? Weißt du, ich dachte, die warten schon alle auf mich. Aber Pustekuchen. Oh. Das klang gerade wie ein... Irgendwo hängt hier ein... Genau das Ding darum. Wie heißt das? Revenant. Die Frage ist, wo ist der? Macht mir gerade ein bisschen Unbehagen. Ja, da können wir auch noch mal rein. Aber vorher. Ach ja, für immer jung. So, da muss ich nämlich dieses Ding nach hinten aktivieren, diesen Schalter, wovon ich vorhin erzählt hatte, den da. Das wird ein Spaß. Dann, auf los geht's los. Oh mein Goodness. Ich hasse so eine Zeitgeschichten, Alter. Hat geschafft. Yay. Das ist ein Sniper. Oh my fucking God. Booyah, Alter. Da werde ich gerade schon ein bisschen geil von. Muss ich ein bisschen zugeben. Hä? So sieht man es nicht, aber so sieht man hinten ein bisschen, ne, da... Ach so, ja. Wahrscheinlich so lange, wie ich das da sehe, sehe ich auch das da. Weil sobald das da weggeht, geht das auch weg, genau. Was auch erklärt, warum es gerade eben wegging, weil nämlich, wenn ich reingucke, ne, sehe ich die links ja nicht mehr. Ach so, ja klar, ja. Jetzt geht es gerade weg, weil ich es auch nicht mehr sehe, weil es geht dabei nämlich um diese Ecke da. Ne? Sobald man das da sieht, sieht man halt die gesamte Ebene und ja, das sorgt halt für diesen Grafikglitch, der zugegebenermaßen sehr sexy ist. Ich will da hin. Komm, lass einfach mal, hingehen. Lalalala. Ja. So, wir haben alle drei Karten. Das heißt, wir können jetzt ins Kartenhaus gehen. Ich habe nicht gespeichert, das ist verarschen. Oh, scheiße. Das habe ich diesmal nicht. Drei Fehler. Oh, du hast gerade so geschafft. Yay. Und wir brauchen sogar keine Rüstung mehr, weil wir 200-200 haben. Das ist natürlich sehr geil. Nice. Finde ich korrekt. So. Na dann, ab ins Ziel. Von dir haben wir am meisten, also nehme ich auch dich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder.
Oh Gott, die Map. Ah, ja. Da weiß ich nicht, ob wir die schaffen werden, weil die hier durch diese Bodenreflexierungen, die stockert extrem. Ja, sieht man jetzt hier schon. Das Problem ist, man muss hier später weitere Gegner erledigen und da kommen mehr von diesen Spritzern mit dazu und das bringt das Spiel so hart ans Limit, also nicht das Spiel, sondern die Engine, dass das hier quasi eine Ein-Frame-Partie wird. Also ist nicht hinnehmbar. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Das wird ein Spaß. Bis dahin.